Also mein Name ist Amrinder Singh Sandhu, ich bin 29 Jahre alt, werde jetzt bald 30 und mache gerade Fleischerei-Fachverkäufer als Beruf. Wie bist du auf den Beruf des Fleischfachverkäufers gekommen? Mein Freund hat mich damals mitgenommen in den Betrieb, da hat er mich dem Marktleiter vorgestellt, der mich gleich sehr sympathisch fand und der hat mir den Beruf nahegebracht. Wie sieht denn dein typischer Arbeitsalltag aus? Also ich fange morgens um 8 Uhr an, so gegen 8:30, 9 Uhr kommt dann die Ware, die muss ich dann einzeln wiegen und dann verräumen in meinem Kühlhaus. Dann komme ich raus zu meinen Kollegen, dann verarbeiten wir jeweilige Teilstücke vom Schwein, Rind, Kalb, Pute, die wir dann für die Kunden zurichten. Dann gegen 12:01 Uhr haben wir dann den Mittag und das gleiche Spiel zieht sich dann bis zum Abend dann hin. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag? An meinen ersten Arbeitstag kann ich mich sehr gut erinnern. Am Anfang war es ein bisschen schwierig für mich, in einem neuen Betrieb zu starten, aber ich muss dazu sagen, dass meine Kollegen und meine Chefin mir das Leben hier sehr leicht gemacht haben und dabei hatte ich eigentlich gar keine Probleme, mich hier irgendwie einzuarbeiten. Also ich fand es relativ gut. Was waren denn deine prägendsten Erlebnisse als Fleischfachverkäufer hier? Mein prägendstes Erlebnis, das war nicht in der Filiale, das war beim Edeka, wo ich gelernt habe. Da kam eine Kundin zu mir, die meinte, ich sei ein leuchtendes Beispiel für Integration, weil sie noch nie einen jungen Mann wie mich hinter einer Fleischtheke gesehen hat, der so offen auf Menschen zugeht. Und da hatte ich auch einen Artikel in der Zeitung und das war für mich eigentlich so das Schönste im Beruf bis jetzt, einfach dieses Lob zu kriegen. Was glaubst du denn, wirst du in 10 Jahren machen? Eine sehr gute Frage. Wüsste ich jetzt so nicht. Also was ich auf jeden Fall machen möchte, ist irgendwann mal eine leitende Position zu besetzen. Da gebe ich natürlich auch sehr viel Gas dafür, aber ob es dann so sein wird, das werden wir sehen. Aber ich denke schon, irgendwie eine leitende Position irgendwann zu erreichen. Was würdest du denn sagen, ist das Schönste an deinem Beruf? Das Schönste an meinem Beruf ist auf jeden Fall die Kundenbindung, weil ich sehr gerne mit Menschen arbeite und Menschen gerne berate. Und vor allem der Umgang mit frischer Ware macht mir sehr viel Spaß. Mein Tipp an euch, wenn ihr Fleischerei-Fachverkäufer werden möchtet, ihr müsst sehr kontaktfreudig sein und auf jeden Fall offen sein für Neues.